die Sache mit dem Gold Bridge. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute ein paar Runden Bed Wars und ich habe heute wieder Themen am Start. Und zwar erstmal, ich spiele heute mit einem anderen Texture Pack, wie ihr seht. Und dieses Texture Pack hat der liebe Selfwasher für mich gemacht und auch schon in einem Video bei sich vorgestellt. Und er hat mich so auf Twitter angeschrieben. Jo, ganz viele von mir oder bei mir meinten so, ja, kannst du es releasen? Und hat mich so angeschrieben, ob ich es releasen kann. Dachte ich mir natürlich, mache ich gern. Und zwar, ich werde jetzt nebenbei damit spielen. Ihr könnt es euch nebenbei angucken, wenn ihr wollt. Und zwar, Leute. Heute ist mal so meine Meinung gehen zu High- und Low-CPS-Playern. Wie ihr wisst, ich bin ja auch ein Typ, ich mausbuse nicht, ich spiele nicht auf CPS. Ich bin eher der One-Clicker hier. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt nichts gegen High-CPS-Spieler oder so, nur ich bin absolut der Typ, der gegen diese High-CPS-Spielerei ist. Für mich ist es absolutes No-Skill. So, jetzt No-Hate oder so, mich juckt es nicht, wenn ich jetzt gegen Leute spiele mit High-CPS, so sollen sie so spielen. Nur ich meine, für mich ist es nicht unbedingt skillreich, weil so, egal mit was für einer Klicktechnik, mit CPS auf den Gegner einhauen kann ich auch. Und es ist doch auch absolut nicht schwer, so die Gegner dann zu klatschen, wisst ihr? Weil ihr habt diese CPS, ihr könnt eine Klicktechnik und deswegen bekommt ihr absolutes Anti-Knockback. Wirklich absolutes Anti-Knockback, ihr fliegt nur noch hoch. Nur noch. Klar, ich weiß, manche machen dazu noch Jump Reset. Nur ganz ehrlich, wenn ich mit Mouse-Views oder Jitter auf einen Gegner einhaue und dabei Jump Resette, dann kann ich springen, wann ich will, egal wie ich springe. Ich werde so oder so kein Knockback bekommen, wenn es gerade in so einem Anti-Knock-Fight ist. Ich will ja nichts sagen, ne, aber Godbridge mit dem Pack geht echt mega krank gut. Und ich weiß nicht, wieso, ne. Ohne Witz, jetzt echt mal Props an Selfwasher, könnt gerne mal zu ihm gehen, Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt. Direkt der erste Link, könnt ihr gerne mal vorbeigucken, würde mich echt freuen, weil er macht sich schon die Mühe, macht einfach so, ohne dass ich ihm irgendwas gesagt habe, so, einfach so ein Pack gemacht, ne, ich war so vollkommen überrascht, der SEO, hat er mir einfach ein Pack gemacht, hat mich gefreut. Nur wie gesagt, eure Meinung, wisst ihr ja, ist für mich immer sehr wichtig und deswegen würde ich mich über eure Meinung in den Kommentaren nochmal freuen. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob es manche von euch gesehen haben, letztes Video, wo ich über Mobbing geredet habe, da haben wirklich so viele von euch wirklich auch lange Kommentare geschrieben und es hat mich einfach so maximal gefreut, dass auch viele so Verbesserungsvorschläge für andere gemacht haben, wie sie es machen können, dass eben dieses Mobbing aufhört. Das hat mich wirklich so extremst gefreut, ne? Ohne Witz jetzt. Für alle, die es nicht wissen, auf Revi können die Support an die Runde kommen und denen sagen, yo, komm mal bitte runter, wenn nicht, wenn die Leute aus der Runde gekickt. Wie gesagt, eure Meinung würde mich freuen. Ich finde es kann, ich will mich da immer nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, weil ich weiß, es ist am Anfang schwer, mit Mouse-Abuses Aiming zu lernen. Nur wenn du es einmal kannst, du bekommst durch Mouse-Abuse. Und Leute, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr irgendeine Taktik zu Mouse-Abuse habt, wenn ihr mit 30 FPS mit Mouse-Abuse auf einen Gegner raufhaut. Dann bekommt ihr so oder so, ihr werdet kein Knockback bekommen. Egal was ihr macht, ihr bekommt kein Knockback. Egal ob ihr dazu Jumpies hättet, ihr bekommt so oder so kein Knockback. Und ist schön, dass die Typen sich hier auch für 250 stacken. Aber, ja, nicht gekickt oder verwarnt werden oder so, freut mich auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall dafür an den Supporter, der hier gerade die Runde verlassen hat. Freut mich auf jeden Fall echt mega. Man kann mir halt auch nicht erzählen, dass man dann da noch irgendeine Taktik dazu nimmt, so. Vielleicht hilft sie so ein bisschen, aber sie wird niemals das Entscheidende sein, wenn ihr mit CPS auf den Gegner raufhaut. Und warum, Sub, falls du das Video siehst, erklär mir mal, warum du jetzt geleftet bist, bitte. Das würde mir echt mega interessieren, so, what the fuck. Warum bist du geleftet? Ach, meine Güte, Leute, ich würde sagen, wir spielen noch eine kleine Runde. In der zweiten Runde angekommen, Leute. Und zwar, ich hatte jetzt vor circa 5-6 Tagen so mir mal die Videos der letzten Monate angeguckt, so vor 6 Monaten noch die Videos und so, hab die Kommentare beantwortet, da nochmal die noch nicht beantwortet waren, weil ich mir so dachte, yo, vielleicht ist da noch jemand aktiv auf dem YouTube-Kanal und vielleicht kann ich den einen oder anderen nochmal dazu bewegen, auf einem Kanal vorbeizugucken. Und auf jeden Fall habe ich da einen Kommentar gesehen, der ist auch schon so 3 Monate alt oder so, wo der Typ so meinte, yo, das war unter einem Clips-Video, glaube ich, der meinte so, yo, du bist schon lange nicht mehr so diese Goldbridge-Legende, die du mal warst.
Und Goldbridge ist auch mittlerweile mega normal geworden und so. Und ich wollte einfach nur mal ein Video dazu machen, weil so viele sehen mich noch als diese Legende an, die ich mal war, vielleicht vor 12 Monaten oder so. Aber jetzt doch schon lange nicht mehr bin. Und schön, Date ist perfekt connected, Leute. Perfekt. Ich kann es euch hier nochmal in Zeitlupe einblenden. Was war denn das gerade? Nur, ich war vielleicht mal diese Goldbridge-Legende, keine Frage, vor 12 Monaten, ihr müsst zugeben, Leute, ich war der Einzige, der es eben so safe gemacht hat auf YouTube. Keine Frage, ich war der Einzige, der mal so sagen konnte, yo, ich Goldbridge jetzt durch die komplette Map, so keinesfalls, das hat mich nicht gejuckt, Alter. Keine Frage. Nur, das bin ich schon lange nicht mehr. Und ich denke, das wissen auch so viele. Nur, so das Ding ist, Goldbridge ist, wie ich es früher in dem Upload für Mr. DNS gecallt habe, einfach zur kompletten Normalität geworden. Jeder kann es mittlerweile und das weiß man, denke ich, auch. Oh mein Gott, Junge. Und ja, ein Web hat wohl gefehlt. Halbes Herz. Es kann halt wirklich jeder und das ist eben dieser feine Unterschied. Es ist absolut nichts mehr Besonderes mehr. So viele andere Leute können es viel, viel besser als ich mittlerweile. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir ist es früher schon so auf den Senkel gegangen, dass wirklich so Leute meinten, yo, liefer dir mal ein Goldbridge-Battle mit dem und dem und dem und dem, Alter. Und ich dachte mir nur so, Digga, du kannst nicht sagen, der und der ist besser in Goldbridge, weil schließlich, je nachdem wie der Server tickt, wie die Ticks auf dem Server sind, wie dein Ping ist, je nachdem wie viel Lag du hast, das hängt immer davon ab, wie du das Goldbridge hinbekommst, so. Du kannst einfach nicht sagen, der und der ist der Beste und ich will einfach, Leute, dass ich eben nicht mehr diese Goldbridge-Legende in euren Augen bin, sondern einfach ein ganz normaler Bad Wars-Player, der euch ab und zu mal ein schönes Video macht, so. Dieser Goldbridge, dieses Goldbridge-geschissene Scheiße, das regt mich mittlerweile auch so mega auf, dass die Leute einfach immer so viele Vergleiche wollen und wissen wollen, wer der Beste ist. Es ist doch scheißegal, Leute. Es ist doch wirklich so scheißegal, ob ich jetzt schneller bauen kann oder langsamer bauen kann, ob ich Fastbridge oder Goldbridge. Es wird einfach das Gameplay nie verändern. Niemals. Es wird es nie verändern. Und ich hoffe einfach, vielleicht konnte ich jetzt manchen Leuten so sagen, yo, seht mich nicht mehr als die Goldbridge-Legende, sondern eher als den Typen, der halt ab und zu die Videos für euch macht. Und ja. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare, egal für welches Thema, Leute. Es interessiert mich wirklich. Ich lese mir auch immer jedes Kommentar durch und ja, schönen Tag noch. Genießt das hoffentlich schöne Wetter bei euch draußen. Viel Spaß.